direkt ans Weltall, muss ich jetzt ehrlich sagen. Chemie, Physik, Biologie, Naturwissenschaften. Naturwissenschaften vor allem. Naturwissenschaften. Das Naturwissenschaften fallen mir direkt ein. Klima zum Beispiel. Nature. Entwicklung. Deutsche Nobelpreisträger. Ja, eine Wissensgesellschaft. Uni, ja. Weil da die Wissenschaftler studieren und halt die Ärzte vor allem. Und da habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe eine Forschung in der Medizin, weil ich Medizinerin bin. Forschung. Ja, wollte ich gerade sagen, haben wir auch mit zu tun. Begrenzte Horizonte. Dinge, die halt noch nicht auf dem Markt sind, die dann noch erforscht werden müssen. Aber auch an so andere Wissenschaften, so Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel. Unsere Wirtschaftswissenschaften, die liegen immer daneben. Ob die richtig forschen und was die richtig machen. Tja, an Bildung. Am Wissen. Langeweile. Astrologie zum Beispiel. Stephen Hawking. The Big Bang Theory. Etwas, was uns immer weiterbringt. Wissenschaft ist ein breit gefächertes Feld. Umwelt, vielleicht auch einfach Energiegewinnung. Ernährung. Am ehesten Medizin. Krebsbekämpfung halt, ja. Also vor allen Dingen die Medizin hat ja erhebliche Fortschritte gemacht. Aber das muss weitergehen. Das Problem mit den multiresistenten Keimen. Das Gehirn, weil ich habe halt in meinem Fach NW, haben wir das so, in letzter Zeit durchgenommen. Das hat mich halt sehr interessiert, weil ich finde die menschlichen Funktionen eher erstaunlich. Biomedizin. Physiogentechnik. Das Klonen. Chemie am Rande. Atomwissenschaft. The Environment. Lebenssozialen Fragen. Ingenieurwissenschaften. Medizintechnik, Fahrzeugtechnik, Lufttechnik. Nanotechnologie. Geschichte. Kulturgeschichte. Unbefristete Stellen. Alles was mit Smartphone und Smart TV und das ist schon ganz cool. Alles was sich so in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, ist unglaublich. Klima. Eigentlich auch Energie. Der Energiebereich speziell. Ich denke, da gibt es auch ökonomische Widerstände. Technikfolgeabschätzung. Was den Alltag der Menschen anbetrifft. Nicht nur im Hinblick auf das, was viel Geld abwirft, sondern das, was den Menschen am meisten hilft. Generell, glaube ich, könnte mehr für die Menschen getan werden und ein bisschen weniger vielleicht in Autos investiert werden. Also ich denke schon, dass man noch viel machen kann. We are just barely out of the cave. Der soziale Bereich. Der philosophische Bereich. Da wird auch eine Gesellschaft, denke ich, verlieren irgendwann in der Zukunft, wenn da nicht noch mehr Geld reingesteckt wird. Also Naturwissenschaften bringen uns weiter, bringen auch Geld. Wissenschaft bedeutet auch manchmal eher Probleme, sich mit Problemen zu beschäftigen, ohne direkt immer auch einen Lösungsweg aufzuzeigen. Mehr mit jungen Leuten beschäftigen und mit alten, kranken Leuten beschäftigen. Ob das jetzt in die Wissenschaft gehört? Aber dass die Menschen sich untereinander besser verstehen würden. Also mein Doktorvater wird jetzt sagen, Leberzirrhose, da muss dringend dran geforscht werden. In der Neurologie. Medizin. Ich denke mir schon, dass da viel gemacht wird und auch schon viel investiert wird. Ach ja, beim Krebs. Parkinson, Gesundheit. Mit dem Leben sowieso, ne? In jeder Beziehung. Ne? Denn danach da braucht man nicht mehr viel Wissenschaft. Ja, mit diesen nicht unbedingt repräsentativen, aber trotzdem anregenden Passantenaussagen heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zur Festveranstaltung 30 Jahre Gottfried Wilhelm Leibniz Programm. Sehr geehrte Ministerin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, natürlich wird es heute Abend um Spitzenforschung gehen. Und natürlich werden die klügsten Köpfe unseres Landes eine Rolle spielen und wir werden ihre außergewöhnlichen Leistungen mit Respekt und Wertschätzung betrachten. Aber natürlich darf an so einem Abend auch die Freude und die Heiterkeit nicht fehlen und das haben Sie eben mit Ihrem Lachen schon bewiesen und nicht zuletzt auch das menschlich allzu menschliche. Wenn also bei einem Fotoshooting eines Preisträgers vor seinem Forschungsinstitut zu winterlichen Temperaturen er sich die Hände am Geländer blau friert, weil er sich nicht traut zu sagen, es reicht jetzt, es ist kalt. Oder wenn sich weibliche Preisträgerinnen monieren darüber, dass sie so wie bei Heidi Klum posieren sollen, so als ging es darum, Germany's Next Labormodel zu werden. Oder wenn sich ein Hase plötzlich vors Objektiv schiebt und die ganze Aufmerksamkeit für sich in Anspruch nimmt, vielleicht weil er die Ostereier verstecken will. Tja, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, res severa verum
Gaudium. Ich denke, so viel Latein darf sein in einer Veranstaltung, wo die geballte Kompetenz von Geistesgrößen sitzt. Und wer jetzt trotzdem grübelt, für den übersetze ich mal freihändig. Mit der wahren Freude ist es manchmal durchaus eine ernste Sache. Dazu später mehr. Ich will jetzt gar nicht allzu lange plaudern, denn der Gastgeber des heutigen Abends, Herr Professor Dr. Peter Strohschneider, möchte Sie natürlich ebenso herzlich begrüßen. Präsident der DFG, bitteschön. Man sieht gar nichts, wenn man hier vorne steht. Sehr geehrte Frau Ministerin, ungefähr da. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, ungefähr da. Verehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Nordrhein-Westfälischen Landtages. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, Magnifizenzen, Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Elis, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Festveranstaltung, mit der wir das 30-jährige Bestehen des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft feiern wollen. Es ehrt die DFG und es freut mich persönlich, dass Sie so zahlreich und auch von weit her unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders freue ich mich, dass die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz es sich nicht nehmen ließ, namens der Bundesländer unser Fest zu beehren. Herzlich willkommen, liebe Frau Reiß. Gleichermaßen herzlich hätte ich an dieser Stelle gern auch Frau Staatssekretärin Quenne Thielen aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung begrüßt. Doch verstehen wir, dass wirklich sehr gewichtige Gründe Sie leider dazu zwangen, Ihre Teilnahme abzusagen. 30 Jahre Leibniz-Programm, meine Damen und Herren, das wollen wir heute gebührend feiern, gewiss nicht ohne Nachdenklichkeit, vor allem aber mit Witz und auch mit einer gewissen selbstironischen Heiterkeit. Und dazu darf ich herzlich begrüßen Vinz Ebert, Marion Merklein, Tobias Moser, Ferdi Schüth, Barbara Stolberg-Rielinger und Ingolf Bauer, Christoph Markschies und Günther Ziegler und die Musiker des Nikolaus Simeon Quartetts. Großen Dank dafür, dass Sie hier mitwirken, dass Sie uns jetzt schon das Vergnügen der Vorfreude auf Ihre Beiträge machen und ebenfalls jetzt schon, das muss ich sagen, denn ich habe es bei dem Festkolloquium heute Nachmittag versäumt, ein sehr herzliches Dankeschön an alle in der Geschäftsstelle der DFG, die diesen ganzen Tag organisiert und vorbereitet haben, vor allem an Ursula Ruckmanns-Beucher, an Jutta Rateike und an Tim Wübben. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir feiern einen Wissenschaftspreis, den Wissenschaftspreis im deutschen Sprachraum, der in den zurückliegenden 3 Jahrzehnten Forscherinnen und Forscher und die Forschung selbst in vieler Hinsicht deutlich geprägt und verändert hat und der zugleich die gesellschaftliche Wahrnehmung und Anerkennung der Wissenschaften sehr beeinflusst. Und insofern sind vermutlich die Momentaufnahmen aus der Bonner Fußgängerzone tatsächlich nicht repräsentativ. Sie haben mich vor allem gelehrt, es ist ganz egal, was man die Leute fragt, sie antworten immer das Nämliche. Den Wissenschaftspreis im deutschen Sprachraum. All dies war freilich in den frühen und mittleren 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schwerlich vorherzusehen gewesen. Das waren die Jahre des Kalten Kriegs von Ronald Reagan und dann bald auch von Michail Gorbatschow und der späten Bonner Republik. Der Regierungswechsel von Schmidt zu Kohl lag nicht lange zurück. Die Serie im öffentlichen Fernsehen hieß nicht House of Cards, sondern Dallas, und in Wimbledon gewann 1985 ein blonder Jüngling aus Leimen gegen Kevin Curran das Finale. Es waren diese Jahre vor dem Mauerfall, als Eugen Seibold, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auf jene glückliche und folgenreiche Idee verfiel, die wir ins Gelingen verliebt heute feiern. Die spezifische Funktion der DFG, nämlich die allerbeste Forschung zu fördern,
die nahm Seibold sozusagen ganz emphatisch. Er sorgte sich um die Möglichkeitsbedingungen und Dynamik, um Leistungsstärke und Vielfältigkeit dieser besten Forschung. Er sah ihre Freiräume schwinden und die finanziellen Rahmenbedingungen sich verschlechtern, derer sie bedarf, weil Spitzenforschung risikoreich sein muss, weil sie auf in jenem ernsthaften Sinne neue Erkenntnis zielt, dass sie eben nicht antizipierbar ist. Seibold sah Handlungsbedarf und er machte angesichts dieser Problemlage einen ebenso einfachen wie, wir wissen es, weitreichenden Vorschlag. Und zwar erstmals im Dezember 1983 hier in Bonn während eines Abendessens im Schaumburger Hof, nicht im Palais Schaumburg, im Schaumburger Hof, mit Dorothee Wilms, damals die neue Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft. Man müsse jetzt, so sagte Seibold, Zitat, man müsse einigen wenigen handverlesenen Spitzenforschern viel Geld, auch ohne Anträge, fest zusagen, vielleicht in Form eines Preises. Frau Wilms zeigte sich aufgeschlossen, verwies Seibold indes, und ich weiß nicht, ob aus Gründen formaler Zuständigkeiten oder politischer Klarsicht, sie verwies Seibold weiter an ein anderes, um nicht zu sagen ein ganz anderes Ressort, das Bundesministerium für Forschung und Technologie. Und dort fand Seibolds Vorstoß dann die gebührende Aufmerksamkeit. Dort wurde er bald konkretisiert in einem Konzept zur, wie es hieß, Förderung von wenigen ausgewählten Spitzenforschern. 10 herausragende Wissenschaftler sollten für 5 Jahre Fördermittel von je 3 Millionen Mark erhalten, über die sie frei sollten verfügen können, und zwar ausdrücklich nicht auf Antrag, sondern auf Vorschlag einer ausgewählten Gruppe von Gutachtern. Und mit der Durchführung dieses Programms sollte die DFG betraut werden. Und so kam es dann auch im Jahre 1985. Nach durchaus langwierigen, insofern haben sich die Zeiten so gravierend gar nicht geändert, nach durchaus langwierigen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern und auch der DFG, und zwar zunächst unter dem etwas hölzernen Titel Sonderprogramm zur Förderung ausgewählter Forscher und Forschergruppen, Klammer auf, Spitzenforschung, Klammer zu, dann aber bald als Förderpreis im Rahmen des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder noch viel eleganter Leibniz-Preis. So hatte es angefangen und sehr erfolgreich ist es so weitergegangen. Längst gehören die Mittel des Leibniz-Programms zum regulären Haushalt der DFG. Längst hat es sich als weithin renommierteste Wissenschaftsauszeichnung etabliert. Längst tragen nicht allein die Fördermittel, sondern gleichermaßen auch die Ehrung, die Wertschätzung, die Reputation, die sich im Leibniz-Preis ausdrückt, tragen sie bei zu jener märchenhaften Freiheit, von der Hubert Markel bei der ersten Preisverleihung 1986 sprach, und tragen sie bei zu jenem besonderen Anspruch, dem man vor, aber eben auch nach der Preisverleihung noch, dem man in den Augen der Wissenschaft gerecht werden muss. Und dies nun hat, meine ich, vor allem mit 2 klugen Grundsatzentscheidungen zu tun, die seine Begründung gleich bei Einrichtung des Programms trafen. Einerseits legte man den Leibniz-Preis als eine Auszeichnung an, die sich kategorial von anderen Instrumenten der Forschungsförderung, auch der Forschungsförderung in der DFG, unterscheidet. Man kann sich nicht bewerben, man muss nominiert werden. Preiswürdigkeit bestimmt sich nicht durch besonders vielversprechende Forschungsprojekte, also Zukunftsentwürfe, sondern durch herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Vergangenheit. Und es gibt keinerlei besondere Vorgaben, sei es hinsichtlich des Alters, des Geschlechts, des Forschungsgebiets der Auszuzeichnenden, sondern es gilt allein das Kriterium höchster wissenschaftlicher Qualität. Es gilt dieses Kriterium sozusagen absolut und nicht etwa wie im Bereich der Projektförderung relativ zu einem vorgegebenen Finanzrahmen. Es werden diejenigen ausgezeichnet, die sich bei Anlegung höchster wissenschaftlicher Qualitätsmaßstäbe
in einem rigiden Prozess der Nominierung, Beratung, Begutachtung und Entscheidung herausschälen. Und deswegen kann auch die Zahl der Preisträgerinnen und Preisträger von Jahr zu Jahr variieren. Zu dieser Prozeduralität des Leibniz-Preises, über deren Ausgestaltung freilich immer wieder neu nachgedacht werden muss, dazu kommt andererseits jene zweite Besonderheit hinzu, die sich gleichfalls einer Grundsatzentscheidung bereits bei der Etablierung unseres Programms verdankt. Der Preis prämiert solche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bereits durch außerordentliche Leistungsfähigkeit hervorgetan haben. Er wird allerdings allein dann zugesprochen, wenn von deren Forschung auch in Zukunft Besonderes erwartet werden darf. Der Preis ist eine Auszeichnung und zugleich ein Instrument der Forschungsförderung. Mit der Reputation gehen Zeit und Geld einher für künftige Forschung, für riskantes Denken, für offene Erkenntnisprozesse. Und von der strukturellen Wirksamkeit, meine Damen und Herren, von der strukturellen Wirksamkeit auch dieser zweiten Besonderheit des Leibniz-Preises für die bemerkenswerte Leistungsfähigkeit des deutschen Forschungssystems, von ihr halten wir uns allerdings überzeugt. Die Merkmale des Preises, mehr noch, doch untrennbar mit ihnen verbunden, mehr noch der wissenschaftliche Rang derer, die mit ihm ausgezeichnet worden sind und denen er in Zukunft zugesprochen werden wird, sie sind sozusagen die Leitwerte des Leibniz-Programms. Auf ihnen beruht der außerordentliche Stellenwert, den der Preis für die deutsche Wissenschaft und darüber hinaus besitzt. Und bei alledem soll es auch künftig bleiben. Und dass es dabei bleibe, dass es so bleibe, dazu trägt die Außerordentlichkeit, die Außeralltäglichkeit des Festes das ihre bei. Daher wollen wir so feiern, dass das Fest zwischen Spaß und Nachdenklichkeit die heitere Mitte hält, und es würde mich freuen, wenn Sie es genießen können. Vielen Dank. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, lieber Herr Professor Strohschneider, sehr geehrter Herr Professor Brenzel, Herr Professor Hippler, Frau Professorin Wintermantel, Herr Professor Kempen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Nimtsch, sehr geehrte Festversammlung und natürlich sehr geehrte Damen und Herren des Deutschen Bundestages und des hiesigen Landtages. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu dieser Jubiläumsveranstaltung und darf Ihnen auch die Grüße der Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz verbringen. Hinter vielen von Ihnen liegt heute schon ein anstrengender Tag. Sie alle freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend. Mag sein, dass ich aus diesem Grund ausdrücklich gebeten wurde, nur ein kurzes Grußwort zu halten, mit der Betonung auf kurz. Weil auch ich mich auf das folgende Programm sehr freue, werde ich mich gerne daran halten. Dennoch ist es mir natürlich wichtig, zum Leibniz-Preis einige Anmerkungen zu machen. Zunächst feiern wir heute nämlich ein ganz besonderes Jubiläum. Dass der Leibniz-Preis noch über 30 Jahren als bedeutendster deutscher Forschungspreis gelten würde, hätte 1986, wenn man eben ein bisschen über die Geschichte gehört, wohl kaum jemand vorhersagen wollen. Dass dies möglich war, liegt insbesondere natürlich an der Exzellenz der mittlerweile 42 ausgezeichneten Forscherinnen und der 325 Forscher, also insgesamt 367. Ihre Leistungen und der Nimbus, dass nur wenige herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überhaupt in die engere Auswahl für diesen Preis kommen, ja in der Tat, das macht diesen Preis so bedeutend. Eine Leibniz-Preisträgerin, es war Professorin Christiane Nüßlein-Vollhardt, und 6 Preisträger erhielten den Nobelpreis, zuletzt im vergangenen Jahr im Fall von Professor Stefan Hell, den Nobelpreis für Chemie. Und der glückliche Zufall will es, dass ich gerade vorgestern neben ihm gesessen habe, als der DHV seine Wissenschaftsgala in Mainz hatte. Die finanzielle Förderung und die große Freiheit bei der Verwendung der Mittel, von der die Leibniz-Preisträger profitieren, finden Niederschlag im Forschungserfolg und in der Publikationsliste. Aber, und das liegt natürlich in der Natur der Sache, die finanzielle Förderung ist eine Förderung auf Zeit.
langfristig und für die Ausgezeichneten nachhaltig wirksam ist, die hohe Reputation, die mit diesem Preis verbunden ist. In beiden Punkten hat der Preis die Erwartungen, die Bund und Länder mit der Schaffung des Leibniz-Preises verbunden haben, mehr als erfüllt. Und ich freue mich ganz besonders auch, dass so viele Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Jahre heute Abend hier sind, weil sie damit schließlich auch ihre Verbundenheit zu diesem besonderen Preis zum Ausdruck bringen. Viele von Ihnen hatten heute bereits Gelegenheit, sich über den Preis und seine Wirkungen auszutauschen und die letzten Jahrzehnte auch Revue passieren zu lassen. Dazu ist natürlich dieses Jubiläum heute ein willkommener Anlass. Dass es durchaus erforderlich ist, auch das Erfolgreiche von Zeit zu Zeit in Augenschein zu nehmen, zeigt nicht zuletzt die diesjährige Preisverleihung. Denn die Zahl der möglichen Preisträger konnte erstmals nicht ausgeschöpft werden und überdies war wieder einmal keine Frau unter den Preisträgern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden mit mir übereinstimmen, dass Exzellenz weder so dünn gesät noch auf ein Geschlecht konzentriert ist, selbst bei einer Momentaufnahme, wie sie die alljährliche Vorschlagsrunde darstellt. Gerade nach 10 Jahren Exzellenzinitiative steht die Wissenschaft in besonderer Verantwortung, die Chancen, die der Leibniz-Preis bietet, angemessen zu nutzen, die Chance zur selbstbewussten Darstellung des reichen Schatzes exzellenter Forschung und zur Auszeichnung der klügsten Köpfe. Ich wünsche mir, dass insbesondere die Vorschlagsberechtigten in Zukunft vielleicht noch sorgfältiger nach exzellenten Forscherinnen und Forschern in ihren Reihen suchen. Die provozierende Frage, ob Spitzenforschung männlich ist, wird ja heute Abend noch ein Thema sein. Auf diese Diskussion bin ich ganz besonders gespannt. Das Leibniz-Programm zählt rein finanziell sicherlich nicht zu den größten Bausteinen in der Forschungsförderung von Bund und Ländern. 25 Millionen Euro verglichen mit knapp 13,5 Milliarden Euro für die gesamte gemeinsame Forschungsförderung nach Artikel 91b Grundgesetz allein in diesem Jahr. Soweit die Zahlen. Gerade der Leibniz-Preis zeigt aber, der Wettbewerb zeigt aber, dass man auch mit vergleichsweise wenig Geld Erhebliches bewirken und bewegen kann. Und der damalige Bundesforschungsminister, er wurde eben schon angesprochen, Heinz Riesenhuber, sprach in einem Bundesratsausschuss 1984 deshalb auch zu Recht vom Signalcharakter des Geldes. Sie merken, der heutige Tag wurde zum Anlass genommen, einmal ins Archiv hinabzusteigen und da wurde auch Erstaunliches gefunden. Skeptiker nämlich von damals hätten sich den Erfolg des Preises nicht träumen lassen. Findet sich doch die Aussage, man glaube nicht, also Betonung auf nicht, dass man durch die Schaffung eines weiteren Topfes plötzlich wieder Nobelpreisträger hervorbringen werde. Dass dies durch die Realität mit gleich 7 Nobelpreisträgern, ich habe es schon erwähnt, aus den Reihen der Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträgern eindrucksvoll widerlegt worden konnte, das freut uns. Wir sind stolz auf das gemeinsame Erreichte und wir freuen uns über den großen Erfolg. Gleichzeitig richten wir natürlich unseren Blick nach vorne, auf die nächsten 30 Jahre mindestens. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die zum Erfolg des Preises beigetragen haben. Aber bevor ich zum Schluss komme, möchte ich doch noch ein Thema ansprechen, das mir wirklich wichtig ist und hochaktuell. Denn wenn wir den Blick nach vorne richten, dann führt an diesem Thema meines Erachtens kein Weg vorbei. Es ist eine zentrale Herausforderung, der wir uns hier gemeinsam stellen müssen, nämlich verlässliche und planbare Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu schaffen. Diese Aufgabe steht ganz weit oben auf der Agenda der Wissenschaftspolitik von Bund und Ländern und sie wird glücklicherweise auch bei den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen und bei den Wissenschaftsorganisationen als eine, wenn nicht sogar die wesentliche Herausforderung der kommenden Zeit gesehen. Ich hoffe sehr, dass wir in Kürze konkrete Initiativen aus Berlin erwarten dürfen, Stichwort Wissenschaftszeitvertraggesetz. Aber wir stehen natürlich auch als Länder ganz maßgeblich in der Verantwortung zu handeln. Und hier gibt es bereits zahlreiche vorbildliche Initiativen. In Nordrhein-Westfalen, lieber Thomas Grünewald, da sitzt er, hat die Landesregierung Maßstäbe gesetzt und guter Arbeit Gesetzesrang verliehen.
Auch Hamburg schafft bessere Beschäftigungsbedingungen auf gesetzlichem Weg, flankiert durch weitere Vereinbarungen, die mit den Hochschulen erarbeitet werden. In Rheinland-Pfalz haben wir kürzlich Vergleichbares gemacht. Jede Hochschule wird in Eigenregie bis Ende 2015 Leitlinien für gute Beschäftigungsbedingungen erarbeiten und dabei neben den Hochschulgremien natürlich auch die örtliche Personalvertretung und Gleichstellungsbeauftragten beteiligen. Eine Kommission in Baden-Württemberg, deren Vorschläge jetzt umgesetzt werden und die zwischen dem Freistaat Bayern und seinen Hochschulen verabschiedeten Grundsätze, die vor allem Dauer und Umfang von Arbeitsverträgen in den Blick nehmen, zeigen, dass bundesweit viel passiert. Handlungsbedarf sehe ich aber vor allem noch bei verlässlichen Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Der Wissenschaftsrat, lieber Herr Prenzl, hat hier zum Sommer gute Empfehlungen beschlossen, die wir als Politik ernst nehmen sollten. Deshalb haben wir mit den rheinland-pfälzischen Universitäten, noch mal ein Beispiel zu nennen, vor 4 Wochen die Zielmarke definiert, dass künftig jede zweite Juniorprofessur mit einer Tenure-Track-Option ausgestattet werden soll. Hier erwarte ich mir auch einen grundlegenden Kulturwandel an den Hochschulen. Dieser darf dann gern neuen Rückenwind erhalten durch einen Nachwuchspakt, wie er vom Bund ganz aktuell auch heute nochmal von Bundesministerin Wanka angekündigt wurde. Wir freuen uns auf diese Diskussion gemeinsam Bund und Länder, weil wir hier einen Schritt weiterkommen wollen. Verzeihen Sie mir diesen kleinen Exkurs in ein wichtiges Thema, aber sofort zurück zum Leibniz-Preis. Ich wurde hier gehalten, kurz zu sprechen. Ich freue mich sehr, bei Ihnen heute hier sein zu dürfen. Ich freue mich sehr auf das ganz, ganz attraktive Programm, was uns gleich erwartet, und danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Uns allen einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin Reiß. In der Tat wachsen wahrscheinlich Nobelpreisträger nicht aus dem Fördertopf, aber Geld schadet bekanntlich nicht. Sie sagten es gerade, 367 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind im Leibniz-Programm bislang ausgezeichnet worden, und zwar quer durch alle Fachbereiche. Was sie eint, ist der Mut und die Leidenschaft, ihren Ideen zu folgen, oder das riskante Denken, wie wir es gerade schon gehört haben. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie sieht sie eigentlich aus, die DNA der deutschen Wissenschaft, dann schauen Sie jetzt mal genau hin. Thank you.
Quartett. Vielen Dank. Herzlichen Dank an das Nicolas Simeon Quartett. Vier Musiker aus vier verschiedenen Ländern, die seit 15 Jahren immer wieder zusammenspielen. Ich stelle sie Ihnen nachher noch genauer vor. Sie haben uns gerade gespielt One for Kisser, eine Komposition von Nicolas Simeon. Ja, meine Damen und Herren, er ist Naturwissenschaftler, genau genommen Physiker. Und auf die Frage, was ist eigentlich die erfolgreichste Spezies auf unserem Planeten, hat er eine ziemlich exakte Antwort. Er sagt, die, die möglichst wenig denken, die den Ball flach halten und wenig Stress haben. Also wahrscheinlich eher keine Leibniz-Preisträger. Ob er sich wegen solchen Analysen freiwillig aus dem Labor entfernt hat oder aber gehen musste. Diese Frage ist bislang ungeklärt, aber seit 17 Jahren steht er erfolgreich auf den Bühnen von Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist inzwischen auch bei der ARD bei Wissen vor Acht gelandet als Moderator, wo er solche weltbewegenden Fragen klärt wie die, warum man keinen gelben Schnee essen sollte. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Entertainer Vince Ebert. Ja, vielen Dank für diesen frenetischen, überfallartigen Applaus. Vielen Dank für diese nette, ja danke, für diese nette Anmoderation. 30 Jahre Leibniz-Programm. Ich freue mich sehr, dass ich bei dieser Veranstaltung für den humoristischen Teil sorgen darf. Mein Name ist Vince Ebert und es stimmt tatsächlich, ich bin diplomierter Physiker. Ich habe vor
20 Jahren mein Studium als Diplomphysiker abgeschlossen. Man kann sagen, ich bin nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel der dritte deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Das heißt, ich versuche in meinen Programmen, in meinen Vorträgen, wissenschaftliche Themen humorvoll zu vermitteln. Und das ist bitter nötig, denn das naturwissenschaftliche Grundwissen in Deutschland ist leider, man muss es sagen, katastrophal. 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. An der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator. Breitbeinig drüber stellen, gucken, was passiert. Gut, einige lachen jetzt, denken sich 34%, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja mehr als die Hälfte. Und das zeigt, auch in gebildeten Schichten herrscht Nachholbedarf. Ganz viele Spitzenpolitiker zum Beispiel sprechen ja sehr, sehr gerne von einem Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Das klingt immer sehr großartig. Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Physikalisch gesehen ist ein Quantensprung definiert als die kleinstmögliche Zustandsänderung. Meist von einem hohen auf ein niedriges Niveau. Das ist ein Quantensprung. Gut, ich sage mal, eine hohe Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht immer nur schlecht. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben sie dafür praktisch keinen Berufsverkehr. Ja, ich sehe, Sie haben Humor, eine Top-Voraussetzung für die nächsten Minuten. Und Humor, das ist ja auch ein Thema, den braucht man vor allem auch in der Forschung. Denn, das wissen wir alle, wer Forschung, wer Wissenschaft betreibt, der ist permanent mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen konfrontiert. Das fängt schon damit an, dass man die Ergebnisse, die man sich am Anfang erhofft, oftmals verwerfen muss. Es kommt oft anders, als man denkt. Albert Einstein hat dazu einen sehr, sehr schönen Satz gesagt: Wenn wir wüssten, was wir tun, wäre es keine Forschung. Gute Wissenschaft ist, das wurde schon gesagt, ist immer ergebnisoffen. Und das muss man erstmal aushalten. Vielleicht haben deswegen Wissenschaftler tendenziell so einen Hang zu einem fatalistischen Humor. Als ich zum ersten Mal in ein Physiklabor gekommen bin, habe ich ein Schild mit der Aufschrift gelesen: Bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Der Leibniz-Preis, der steht für eine solche Ergebnisoffenheit. Auch das wurde mehrfach betont. Hier werden Forscher für ihre Neugierde und eben nicht für spezielle, konkrete Ergebnisse ausgezeichnet. Man zeichnet Spitzenforscher aus in der Hoffnung, dass sie mit dem Preisgeld auf überraschende, auf nicht vorhersehbare Erkenntnisse kommen. Der Leibniz-Preis zeichnet also die wissenschaftliche Freiheit aus. Und das finde ich toll. Denn wenn man sich die Geschichte der Wissenschaft anguckt, dann sieht man oft, dass bei vielen großen Erkenntnissen der Zufall, die Unberechenbarkeit die Hand im Spiel hatte. Porzellan zum Beispiel wurde erfunden, weil die Alchemisten eigentlich Gold herstellen wollten. Tesafilm sollte ursprünglich Heftpflaster werden. Viagra wurde entdeckt, weil männliche Versuchspersonen ein Herzmedikament in der Testphase partout nicht mehr absetzen wollten. Im Englischen gibt es einen sehr, sehr schönen Begriff dafür, Serendipity. Serendipity beschreibt die zufällige Beobachtung von etwas Nützlichem, nach dem man eigentlich ursprünglich nie gesucht hat. Das bekannteste Beispiel für Serendipity ist das Penicillin. Alexander Fleming experimentierte 1928 mit Staphylokokken und dabei hat er eine mit Pilzsporen verunreinigte Bakterienkultur aus Versehen ein paar Tage stehen lassen. Und der Schimmel, der sich dabei bildete, der war die Grundlage für das Penicillin. Im Grunde genommen ein Traum für jeden Medizinstudenten, einfach mal ein paar Tage die Küche verlottern lassen und dafür weltweiten Ruhm einstreichen. Überhaupt erscheinen uns in der Rückschau sehr, sehr viele erfolgreiche Entwicklungen als in sich logisch, total geplant und strategisch geplant. Ja, aber eben nur in der Rückschau. Hätten Sie vor 30 Jahren auf Apple gewettet? Oder wenn uns vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, ihr werdet irgendwann mal in schicke Designerläden gehen und dort kleine Alu-Döschen mit Kaffeepulver drin für 3,50 Euro kaufen? Wären doch alle gesagt, was für eine beknackte Idee. Warum machen wir das? Wir machen das, weil es so bequem und so lecker ist. Quatsch, sagt meine Frau, weil vielleicht der George Clooney vorbeikommt.
Aber genauso wie man in der freien Wirtschaft Entwicklungen immer mehr ökonomisieren möchte, genauso versucht man das in der Forschung auch. Man fördert gerne Projekte, deren Ergebnisse schon im Voraus feststehen. Aber die Zukunft ist eben nicht berechenbar und erst recht nicht von Experten. Sie kennen wahrscheinlich alle diese berühmten Sprüche: Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt. IBM 1947. Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? Warner Brothers 1927. Lolita und ich bleiben für immer zusammen. Lothar Matthäus 1998. Die Zukunft ist nicht berechenbar und vieles, was wir heute wissen, ist vielleicht schon in wenigen Jahren widerlegt. Und genau das macht ja auch den Reiz der Wissenschaft aus, dass man nie sicher sein kann, ob das, was man herausgefunden hat, tatsächlich das Ende der Fahnenstange bedeutet. Wissenschaftliches Denken ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Wenn ich zum Beispiel vermute, im Kühlschrank könnte noch Bier sein und ich gucke nach, dann betreibe ich im Grunde genommen schon eine Vorform von Wissenschaft. Großer Unterschied zur Theologie: In der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Also wenn Sie zum Beispiel nur sagen, im Kühlschrank ist Bier, bin ich Theologe. Wenn Sie nachgucken, sind Sie Wissenschaftler. Wenn ich nachgucke, nichts finde und trotzdem behaupte, es ist Bier drin, dann bin ich Esoteriker. Gut, jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was machen ich, wenn dieser Kühlschrank abgeschlossen ist? Dann muss ich versuchen, die Wahrheit anderweitig rauszufinden. Ich kann dran rütteln, ich kann ihn wiegen, ich kann ihn mit Röntgenstrahlen durchleuchten. Ich kann das Ding sogar abfackeln und danach die Verbrennungsprodukte auf Bier untersuchen. Das ist natürlich alles extrem langwierig und aufwendig. Deswegen kann zum Beispiel ein Esoteriker in 5 Minuten auch mehr Unsinn behaupten, als ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen kann. Aber selbst wenn ich alle möglichen Experimente durchgeführt habe, habe ich nie die volle Gewissheit, ob in diesem blöden Kühlschrank tatsächlich Bier ist. Ein Restzweifel bleibt immer. Das ist der Grund, weshalb es in der Wissenschaft kein absolut gesichertes Wissen gibt. So ein bisschen wie im normalen Leben auch. Der Bauer geht jeden Morgen zum Füttern in den Gänsestall und die Gänse denken sich: Mensch, der Bauer, super Typ. Kurz vor Weihnachten allerdings wird den Gänsen schlagartig klar, irgendwas an unserer Theorie ist faul. Im Fachjargon nennt man so etwas Falsifizierbarkeit. Jede Theorie gilt nur so lange als richtig, bis sie durch eine andere, durch eine bessere ersetzt wird. Und dadurch irren wir uns quasi nach oben. Das Entscheidende an diesem Vorgehen ist: Wissenschaftliches Denken ist ein ergebnisoffener, ein flexibler, ein selbstlernender Prozess. Wenn etwas funktioniert, wird es beibehalten, wenn nicht, nicht. Und das ist anscheinend ein sehr, sehr wirkungsvoller Ansatz, um Probleme in einer komplexen, per se unberechenbaren Welt zu lösen. Eine Herangehensweise, die sich von vielen Strategien in Wirtschaft und vor allem in der Politik unterscheidet. Dort macht man ja sehr, sehr gerne einen sehr großen Plan und zieht den dann bis zum Ende durch. Wenn der Berliner Senat vor 13,8 Milliarden Jahren mit der Durchführung des Urknalls beauftragt worden wäre, dann würden die heute noch über die Brandschutzverordnung diskutieren. Was ja auch was Sympathisches hat. Ich meine, wir Deutschen, wir gelten ja weltweit immer so als korrekt und als gründlich. Und mit diesem Berliner Flughafen, da wollen wir der Welt einfach nur zeigen: Hey, wir Deutschen können auch locker. Wir wissen es alle, in Deutschland herrscht eine Kultur der Übervorsicht und teilweise auch der Überregulierung. Da pfercht man auf Bahnhöfen unschuldige Raucher in aufgemalte Quadrate, um zu verhindern, dass sich die Giftstoffe mit der Umgebungsluft vermischen. Ungefähr so sinnvoll wie ein Schwimmbecken in Pinkler und Nichtpinkler zu unterteilen. Wenn Sie in einem deutschen Finanzamt angeben, dass Sie Ihr Geld als Illusionist verdienen, dann müssen Sie 7% Umsatzsteuer abführen. Geben Sie dagegen an, Sie sind Zauberer, 19%.
Ist wirklich wahr. Ich habe da mal nachgefragt, da haben die mir erklärt, wissen Sie, Herr Ebert, Illusionisten sind diese Typen, die auf der Bühne Jungfrauen verschwinden lassen. Das ist unserer Auffassung nach eine künstlerische Tätigkeit, also 7% reduzierter Steuersatz. Zauberer dagegen lassen Jungfrauen nicht verschwinden, sondern sie zersägen sie und das ist ganz klar eine handwerkliche Tätigkeit. Man sagt, aber genau diese Regelungswut macht ja vor der wissenschaftlichen Forschung keinesfalls Halt. Das wissen wir alle. Wir verbieten die Stammzellenforschung, die Gentechnik. Wir haben Angst vor Fracking, vor Kernenergie, vor Pestiziden, vor Elektrosmog. So eine Stimmung vor 500.000 Jahren und die Sache mit dem Feuer wäre bei uns nie genehmigt worden. Wir Deutschen sind zwar weltweit immer noch geschätzt für gute Wissenschaftler und vor allem für hervorragende Ingenieurskunst, aber die wichtigen Zukunftstechnologien finden zunehmend auch ohne uns statt. Bereits jetzt verlagern Biotech, Chemie, Pharma und Energiekonzerne ihre politisch korrekten Abteilungen ins Ausland. Mehr und mehr heimische Spitzenforscher kapitulieren vor der deutschen Skepsis gegenüber bestimmten Technologien und verlassen auf Nimmerwiedersehen das Land. Wer nur Risiken und Bedenken sieht, beraubt sich seiner Chancen. Und deswegen lautet mein Appell an die vielen Wissenschaftler hier, mischen Sie sich ein, verkriechen Sie sich nicht in Ihren Elfenbeinturm, gehen Sie raus, diskutieren Sie mit den Menschen und informieren Sie sie über Ihre Forschung. Denn wenn wir in Zukunft auch konkurrenzfähig und innovativ sein wollen, dann müssen wir ein Klima der Angst und der Bedenken überwinden. Wir müssen ein Klima der Neugier und der Kreativität schaffen. Das sind schließlich unsere absoluten Schlüsselqualifikationen von uns Menschen generell. Die Sumerer erfanden das Rad, die Babylonier die Metallverarbeitung, der Baden-Württemberger den Bausparvertrag. Und das hat die Welt innerhalb von kürzester Zeit komplett verändert. Ohne die Erfindung der Glühbirne müssten wir heute noch bei Kerzenlicht fernsehen. Der Mensch ist innovativ und erfindungsreich. Kein Wunder, denn 20% der gesamten Energiezufuhr gehen direkt in die Birne, ob wir wollen oder nicht. Und für die wirklich wichtigen Tätigkeiten wie Essen, Trinken, Schlafen, Verdauung, Fortpflanzung reicht ihnen im Prinzip das Rückenmark. Warum also leistet sich die Evolution so eine unglaubliche Verschwendung? Weil wir Menschen sonst nichts anderes gut können. Praktisch jedes Lebewesen ist uns in irgendeiner Eigenschaft haushoch überlegen. Nehmen Sie zum Beispiel das Bärtierchen. Das Bärtierchen ist so ein klitzekleiner, wirbelloser Sandbewohner. Aber dieses Tier kann eine tausendfach höhere Röntgenstrahlung aushalten als wir Menschen. Unfassbar, oder? Was eigentlich ein Quatsch ist, als wirbelloses Tier musst du eh nie zum Röntgen. Hm? Und es gibt eine Tintenfischart, da besitzt das Männchen einen Begattungsarm, der sich vom eigentlichen Körper abtrennen kann. Wirklich, der schwimmt dann mit dem Samen alleine weg und befruchtet selbstständig die Weibchen. Ja, im Endeffekt eine super Sache, wenn zum Beispiel die Paarungszeit genau mit dem Bundesligastart zusammenfällt. Und was können wir? Wir können nicht besonders gut hören oder riechen, sind kümmerlich behaart, haben keine Krallen, keine Reißzähne. Als wir vor 5 Millionen Jahren auf der Bildfläche erschienen sind, da hätte jeder McKinsey-Berater schon vor der Serienproduktion gesagt, aufrechter Gang, braucht kein Mensch. Aber trotzdem haben wir uns vermehrt wie die Karnickel. Wir haben Herden gebildet, haben das Rad, die Pockenschutzimpfung und schließlich sogar den elektrischen Fensterheber erfunden, weil wir nichts besonders gut können, außer denken. Das ist unsere evolutionäre Nische. Insofern bin ich immer wieder erstaunt, wieso so wenige Leute machen. Das ist natürlich hier und heute vollkommen anders. Hier werden Menschen ausgezeichnet, die ihr Gehirn auf herausragende Weise benutzt haben. Die im wahrsten Sinne des Wortes im Kopf frei sind. Und genau diese Freiheit im Denken müssen wir alle bewahren und fördern. Der Nobelpreisträger Erik Kandel hat dazu eine sehr erhellende Geschichte erzählt. Wenn er als Kind aus der Schule gekommen ist, dann wurde er von seinen Eltern nicht gefragt, was hast du heute gelernt? Er wurde gefragt, hast du heute eine gute Frage gestellt?
Und genau darin liegt das Geheimnis eines guten Forschers. Und darin liegt auch das Geheimnis eines guten Bildungssystems generell. Ein gutes Bildungssystem bringt den Menschen weniger bei, was sie denken sollen, sondern wie sie denken sollen. Ein gutes Bildungssystem stellt Fragen und gibt keine vorformulierten Antworten. Und ein gutes Bildungssystem fördert zum Querdenken, zur Kreativität, zum freien Denken auf. Schönes Beispiel dafür ist kein Wissenschaftler, sondern ein Politiker, John F. Kennedy. Der trat 1961 vor sein Volk und sagte: Innerhalb dieser Dekade fliegen wir auf den Mond. Und 8 Jahre später haben die das gemacht, praktisch ohne Computertechnologie. Die hatten einfach nur das Ziel und den nötigen Freiraum, das zu tun. Und heute sitzen in Deutschland bei jedem Mini-Projekt 20 Controller und 50 Juristen, die jede mögliche Gefahr prüfen. Und eine Gleichstellungsbeauftragte sorgt dafür, dass das alles politisch korrekt zugeht. Und so fliegst du eben nicht auf den Mond. So fliegst du noch nicht mal von Berlin irgendwo hin. In unserer ganzen Vollkasko-versicherten Lebensplanung vergessen wir oft, was die Voraussetzung für wirkliche Freude ist. Das Misslingen. Wie haben Sie Fahrradfahren gelernt, indem Sie immer wieder hingeflogen sind? Wahre Freude erleben wir nur nach Anstrengungen, nach Grenzüberschreitung und nach dem Eingehen von Risiken. Und ich bin mir sicher, jeder Leibniz-Preisträger stimmt mir dazu. Innerhalb dieser Dekade fliegen wir auf den Mond. Und natürlich können wir auf die Fresse fliegen. Na und? Schrammen sind sexy. Angstschweiß nie. Und deswegen nochmal mein Appell, nicht nur an die Wissenschaftler hier im Raum. Vertrauen Sie auf Ihre Fantasie und geben Sie dem Unberechenbaren eine Chance. Seien Sie mutig, aber überschätzen Sie sich nicht. Planen Sie, aber seien Sie sich bewusst, dass viele Entwicklungen dem Zufall unterworfen sein könnten. Verfolgen Sie konsequent Ihre Ziele, aber steigen Sie vom Pferd ab, wenn es tot ist. Und tun Sie ab und an mal was Ungeplantes, was Verrücktes. Lassen Sie den Freak aus sich heraus. Schenken Sie einem Gewerkschaftler einen FDP-Kugelschreiber. Putzen Sie Ihre Zähne morgens mit Elmex und abends mit Arunal. Schlafen Sie mit Ihrer eigenen Frau, einfach was Verrücktes tun. Aber das Wichtigste, denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Vielen Dank. Dankeschön, Vinz Ebert. Sein Applaus. Dankeschön. Klingt ganz so, als würden Sie gerne mehr davon hören, und das ist möglich. Er tourt nämlich mit einem Soloprogramm Evolution, und die Daten stehen ganz sicher im Internet, wenn Sie noch mehr hören möchten. Damit darf ich Ihnen jetzt noch einmal ankündigen, das Nicolas Simeon Quartett. Sie spielen ihn jetzt, Transylvanian Wood, wieder eine Komposition von Nicolas Simeon, die gleich kommt.
das Nikolaus-Simeon-Quartett. Ich habe gesagt, ich stelle sie Ihnen kurz vor. Zunächst natürlich Nikolaus-Simeon, geboren in Rumänien am Saxophon und auch der Klarinette. Er hat jüngst übrigens den WDR-Jazzpreis gewonnen in der Kategorie Improvisation. Dankeschön. An der Gitarre und ebenfalls Komponist Norbert Scholli, seit über 20 Jahren freier Musiker. Er ist unter anderem Preisträger des Jazz Art Awards des Landes Nordrhein-Westfalen. Dankeschön. Einer der profiliertesten Jazzbassisten Europas ist Martin Jakonowski aus Mazedonien. Er hat unter anderem die letzten sieben Jahre mit Paul Kuhn gespielt. Und herzliches Dankeschön. Und jetzt ist er schon von seinem Schlagzeug aufgestanden. Kruno Levacic aus Kroatien spielt seit über 30 Jahren professionell als Schlagzeuger und ist unter anderem 8-mal ausgezeichnet worden mit dem Status Award. Dankeschön. Danke und bis gleich. Ja, meine Damen und Herren, die Frage wurde schon gestellt. Wie sieht es eigentlich aus mit der Chancengleichheit in der Wissenschaft? Dass Fragen wichtig sind, haben wir gerade noch mal gehört. Die wird gleich mein Kollege Ingolf Bauer stellen. Aber natürlich freuen wir uns auch auf die Antworten. Davor zeigen wir Ihnen noch einen Beitrag, der ganz gut Zahlen und Fakten deutlich macht. Wie sieht es nämlich aus bei den weiblichen Wissenschaftlerinnen und männlichen Wissenschaftlern? Sie merken, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Oder bei den Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern oder den Professorinnen und Professoren. Schauen Sie mal genau hin. Wie könnte man diese Frage anders beantworten als mit eindeutig Ja, Spitzenforschung ist männlich. Die eigentliche Frage dahinter, die muss natürlich lauten, warum ist das eigentlich so? Ist das irgendwo festgeschrieben? Ist das ein Naturgesetz? Soll das so bleiben? Kann man Naturgesetze ändern? Und vor allem natürlich, was verpassen wir durch diese Unterrepräsentation von Frauen in der Top-Wissenschaft? Welche Chancen, welche
Ideen, welche Kreativität, welche Diversität verpassen wir da? Und natürlich auch, welchen Spaß verpassen eigentlich die Männer, wenn die Frauen fehlen? Wir wollen diskutieren hier oben auf der Bühne, wo leider am heutigen Abend, finde ich, auch schon viel zu wenig Frauen waren und sind, aber das werden wir jetzt ändern. Ich darf meine Gesprächsgäste auf die Bühne bitten. Also da ist Frau Professorin Marion Merklein. Kommen Sie alle direkt zu mir. Noch haben Sie die Chance, einen Platz frei zu wählen. Kommen Sie zu mir. Frau Merklein ist, genau, mit einem Applaus geht es leichter. Frau Merklein ist Leibniz-Preisträgerin von 2013, eine rasante Frau in der Wissenschaft, wenn man so will, 14 Jahre nur vom ersten Semester bis hin zur Professur. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Fertigungstechnologie und häufig die erste Frau gewesen, ne? Erste Professorin für Maschinenbau an der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg und auch erste Dekanin, oder sagen Sie eigentlich Dekan? Erster Sind vollkommen egal. Bitte sowas gleich ins Mikrofon dann. So, die nächste Frau bei uns auf der Bühne ist Frau Professor Barbara Stolberg-Rielinger. Sie ist Leibniz-Preisträgerin von 2005, Professur für Geschichte der frühen Neuzeit am Historischen Seminar der Universität in Münster, Sprecherin des Exzellenzclusters Religion und Politik in der Kultur der Vormoderne und der Moderne, und sie hat zwei Kinder. An dieser Stelle vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Außerdem in unserer Runde Herr Professor Ferdi Schütt, Leibniz-Preisträger von 2003, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim-Ruhr, interessiert sich für die Synthese von Festkörpern mit gezielt einstellbaren Eigenschaften. Er war 2007 bis 2014 Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und ebenfalls hier oben bei uns in der Runde ist einer der diesjährigen Leibniz-Preisträger, Herr Professor Tobias Moser. Er baut momentan an der Universität in Göttingen ein neues Institut für auditorische Neurowissenschaften auf und interessiert sich da besonders für die Haarsinneszellen im Innenohr. Frau Stolberg-Rielinger, ich habe ein bisschen in Ihrer Publikationsliste gewühlt. Das ist ja durchaus üblich, wenn man mal gucken will, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so gemacht haben. Ich habe gefunden, dass Sie schon immer wieder auch sich mit dem Thema Geschlechterrollen beschäftigt haben. Die Affinität von Marienverehrung und Hexenentwurf bei dem Kölner Dominikaner Jakob Sprenger oder auch, daran erinnern Sie sich schon kaum mehr, ne? Das Weib nimmt eine Art Gipfel im Guten und Bösen ein. Daran erinnern Sie sich. Wie weit sind wir gekommen in Sachen Chancengleichheit? Ja, zunächst mal möchte ich sagen, es ist zwar schön, dass Sie diesen, glaube ich, allerersten Aufsatz, den ich hier publiziert habe, zitiert haben, aber eigentlich sind Gender-Themen gar nicht so mein Spezialgebiet. Das habe ich zwar auch gemacht, aber ich finde es immer ganz gut, wenn nicht nur die Frauen die Gender-Themen bearbeiten, und lege eigentlich Wert darauf, sozusagen ganz klassische Männerthemen behandelt zu haben. Ja, wir haben ja die Zahlen gesehen, die sind natürlich nicht besonders erfreulich, das ist völlig klar. Trotzdem muss man vielleicht auch mal daran erinnern, also wenn ich in meinem Fach mich umsehe, dann ist die Veränderung, die sich in der letzten Generation ereignet hat, schon ganz ungeheuer. Also da hat ein Umdenken stattgefunden und das hat sich auch in den Zahlen niedergeschlagen. Also in der Geschichte ist es so, dass 1982, wenn ich mich nicht irre, 4,5% weibliche Professorinnen waren und 30 Jahre später, 2012, 27%. Also das ist schon ein deutlicher Zuwachs. Wenn wir das extrapolieren, wann haben wir 50-50? Das ist eben sehr die Frage. Andererseits würde ich nämlich sagen, dass sich die Entwicklung im akademischen Betrieb eigentlich in letzter Zeit wieder eher nachteilig für Frauen entwickelt. Denn je stärker kompetitiv die Wissenschaft ist, je geringer, es ist heute schon mehrfach zur Sprache gekommen, die Grundausstattung im Verhältnis zur Drittmittelausstattung, desto
familienfeindlicher, also desto kompetitiver, desto familienfeindlicher und deshalb auch desto frauenfeindlicher ist das wissenschaftliche Arbeitsleben. Über diese Rahmenbedingungen diskutieren wir gleich nochmal. Vielleicht mal zuerst, Herr Professor Moser, Sie haben ja mehrere Arbeitsgruppenleiterinnen. Was ordnen Sie denn da als schlimmer ein, wenn irgendwie eine Publikation bei Nature platzt oder wenn beispielsweise eine Frau einen Kita-Platz verliert? Also, ich würde mich der Vorrednerin gern anschließen. Ich betrachte mich nicht als Gender-Experten, aber wir tun halt, was wir können. Und da ist der Kita-Platz für mich mindestens 3 Anrufe wert und vielleicht sogar ein mehr als beim Editor. Mhm. Rahmenbedingungen sind extrem wichtig. Frau Merklein, ich habe nochmal nachgeguckt, seit 1958 dürfen Frauen ohne die Zustimmung ihres Mannes bereits einen eigenen Beruf wählen. So schön. Ja, seit 1957 ist in Deutschland die Diskriminierung von Frauen verboten, also so ganz lange ist es noch nicht her. Gibt es heute noch sowas wie versteckte Diskriminierung in der Wissenschaft? Also ich würde sagen, offiziell auf keinen Fall, aber ich schließe mich da definitiv meiner lieben Kollegin an. Ich denke, wir sind eher jetzt dabei, wieder die Randbedingungen für Frauen zu verschärfen. Denn wenn ich mir ansehe, den Wahn, den wir betreiben in gewissen Gremien, dass wir dort immer Gleichverteilung zwischen Männern und Frauen brauchen oder auch in Berufungskommissionen für technische Fächer mindestens 2 Ordinarier. Und dann fragt man sich, wie viel habe ich eigentlich? Dann weiß man, am Schluss sitzt jede in jeder Berufungskommission und kommt nicht mehr zum Arbeiten. Also das finde ich kritisch und beinahe diskriminierend. Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen, also momentan sind wir fast am Übersteuern. Mhm. Das heißt, es schlägt irgendwie wieder auf die Frauen zurück. Jetzt werden sie überall gefragt und sie haben zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit von der, die wir nicht haben wollen, das ist die Verwaltung. Weil forschen ist ja eigentlich das, was wir wollen. Mhm. Und die Zeit sollte man uns bitte lassen. Sonst haben wir nichts von der märchenhaften Freiheit der Forschung mit unserem Leibniz-Preisen. Herr Schütt, Sie waren ja auch beteiligt in Ihrer Zeit als Vizepräsident der DFG an den Gleichstellungsstandards und an der Einführung dieser Standards, diesen Leitlinien. Jetzt haben wir diese Zahlen ja gerade eben gesehen. Muss man jetzt sagen, das System hat schon versagt oder müssen wir dem einfach noch ein bisschen Zeit geben? Nein, das Wissenschaftssystem ist einfach dadurch charakterisiert, dass die Zeitkonstanten lang sind. Die typische Verweilzeit eines Professors, einer Professorin ist irgendwo um die 25 Jahre. Das heißt, wir können maximal 4% pro Jahr, wenn wir von null ausgehen, erwarten. Und schneller kann es einfach nicht gehen. Und deswegen muss man das Ganze mit einer gewissen Gelassenheit auch beobachten und dem System erstmal Zeit geben, sich anzupassen an die Standards, die eingeführt worden sind. Das ist ja genau das, was die DFG derzeit macht. Die Standards sind über einen Zeitraum von 2008 bis 2013 implementiert worden und jetzt gibt es eine Ruhephase, um sich anzuschauen, bis 2017 entwickeln sich jetzt auch die Zahlen nach oben. Aber diese Zeit muss man, glaube ich, dem System geben. Man kann hier keine Quantensprünge, nicht in dem Sinne, wie wir es eben gehört haben, sondern große Sprünge erwarten. Es können schlichtweg nur kleine sein. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann war das bis etwa Anfang der 2000er Jahre war eigentlich der Anteil der Frauen an den Professorenpositionen fast konstant. Und seitdem geht es kontinuierlich nach oben, zwar langsam über den Daumen mit 1% pro Jahr, aber das Prozent pro Jahr ist eben auch angesichts der langen Zeitkonstanten nicht unerheblich. Aber trotzdem scheint es ja irgendwie noch Hinderungsgründe zu geben, warum die Frauen nicht einfach so leicht durchstarten können. Und ein Schlagwort in dieser Diskussion ist eben immer die gläserne Decke. Da stellt man sich irgendwie vor, Männerbünde, Verschwörungstheorien, die sitzen da und sagen, lass bloß keine Frau durch. Sie sitzen alle in irgendwelchen Gremien. Gibt es noch eine gläserne Decke, Herr Moser? Also ich habe das noch nie erlebt. Und im Gegenteil, also es ist jetzt tatsächlich so, dass mit einer Vehemenz schon bis zur Verbiegung daran gearbeitet wird, die Gleichstellung, die Gleichrepräsentation, Repräsentanz zu erzeugen. Ich bin davon überzeugt, dass noch viel zu tun bleibt und ich denke, dass die Politik, die jetzt aktuell nun auf den Plan gerufen ist, weil nun keine Preisträgerin dabei war, dort auch noch ganz wichtige Schritte zu tun hatte. Sie haben die Kita angesprochen. Ich habe die Arbeitsgruppenleiterin in unserem Bereich gefragt,
eine verlässliche Kita, um die man sich nicht ständig kümmern muss, also wo man nicht ständig Angst haben muss, dass der Platz wieder weg ist. Eine Kita, die tatsächlich auch wissenschaftstaugliche Öffnungszeiten hat, vielleicht sogar noch zusätzliche Betreuungsangebote. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Eintrittskarte. Sicherlich nicht alles, aber eine ganz, ganz wichtige Sache. Der Fakt, dass für die Familienväter, Väter mit kleinen Kindern, eine Teilzeitstelle in unserem Land nicht wirklich akzeptiert wird oder nicht wirklich als karrieretauglich gesehen wird, ist ein Problem. Das ist auch wiederum eine Sache, die nicht in der Wissenschaft liegt, sondern die in der Gesellschaft liegt. Wie wird denn ein Wissenschaftler angesehen, wenn er heute sagen würde, Achtung, ich möchte meine Elternzeit auch in Anspruch nehmen? Hat er noch eine Chance auf eine Karriere? Das ist eine ganz spannende Frage. Am Ende des Tages ist es letztlich akzeptiert. Ich bin damit ständig konfrontiert. Und ich denke, es bleibt dabei, dass die Wissenschaft von uns allen Leidenschaft und sehr, sehr viel Einsatzbereitschaft abverlangt. Und bei allem Bemühen um Work-Life-Balance müssen wir sehr, sehr stark Leistung bringen. Und das kann man keinem wirklich ersparen. Man kann ihm vielleicht helfen dabei, aber das bleibt halt ein hartes Geschäft. Und das darf man, glaube ich, auch nicht schönreden. Frau Stauberg-Rielinger, wie familienfeindlich würden Sie sagen, ist das System? Sie hatten das vorher schon angesprochen. Ja, also ich denke, es wird tendenziell immer familienfeindlicher. Wie gesagt, je kompetitiver es ist, desto schwieriger wird es. Ich kann für mich selber vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe zwar nie das Gefühl gehabt, an eine gläserne Decke zu stoßen, ich persönlich nicht. Ich will nicht sagen, dass es sie nicht gibt, aber ich habe sie jedenfalls nicht gespürt. In mancher Hinsicht habe ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass ich Vorteile davon hatte, weiblichen Geschlechts zu sein. Aber um auf meinen Fall und die Familienfeindlichkeit zu kommen, ich habe nach der Promotion 2 Kinder bekommen und habe dann allmählich mich habilitiert und habe mit ganz, ganz wenig Publikationen dann tatsächlich es geschafft, einen Ruf zu kriegen. Heute, glaube ich, würden Frauen, die so wie ich damals 4 Jahre im Grunde nichts publiziert haben, einfach keine Chance mehr haben. Ja, heute muss man schon als Promovierte, also ich kann immer nur für die Geisteswissenschaften sprechen, muss man schon eine riesenlange Publikationsliste vorweisen, man muss Workshops organisieren, man muss ins Ausland gehen und so weiter. Das heißt also, ich glaube, dass wenn ich mit meiner damaligen Qualifikation heute versuchen würde, eine Professur zu kriegen, würde ich sie nicht mehr kriegen. Also ich habe ganz stark den Eindruck, dass die wissenschaftliche Arbeitswelt, so wie sie im Moment aussieht, familienfeindlicher wird, wenn andererseits auch natürlich mentalitätsmäßig sich vieles zum Guten verändert hat. Aber die Strukturen im Wissenschaftsbetrieb entwickeln sich in eine andere Richtung. Das sind die Geisteswissenschaften, Frau Merklein. Wie ist es in den Ingenieurswissenschaften? Ist es da genauso hart? Wird da auch genauso viel erwartet? Definitiv. Also ich würde dort die Anforderungen nicht als geringer ansehen. Und ich denke, das Problem, wenn ein Mann zum Beispiel Elternzeit nehmen will, ist in der Wissenschaft bei uns das geringere Problem. Das würde ich eher im industriellen Sektor sehen. Dort ist die Akzeptanz für diese Fälle deutlich geringer. Und da müssen wir erst noch Verständnis in der Gesellschaft scheinbar wecken. Und ansonsten sehe ich tatsächlich es als sehr herausfordernd an, ja, Beruf und Familie, Karriere in dem Stadium unter einen Hut zu bekommen. Denn man muss eigentlich alles gleichzeitig machen und der Tag hat bekanntermaßen 24 Stunden, die Nacht nochmal 7 und dann sind wir wieder bei den Fähigkeiten der Mathematik. Und sind das reine Erwartungen oder ist das etwas, was tatsächlich existiert? Kollidieren da sozusagen vielleicht auch nur einfach Rollenbilder, dass man sagt, naja, eine Frau, die muss ja auch als Mutter ganz Tolles leisten und muss da 100%ig sein und ein Wissenschaftler, der muss sozusagen bis zur Selbstaufgabe im Labor die Zeit verbringen. Herr Schütt, was meinen Sie, passt das in unserer Zeit noch zusammen? Nein, das passt nicht zusammen und das ist auch die absolut falsche Botschaft, die man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin vermitteln sollte. Ich nenne das häufig das Wissenschaftsmachismo. Wenn wir dieses Bild des asketischen Wissenschaftlers, der kein Privatleben hat, der keine Freunde kennt und Kinder aus seinem Leben streicht, wenn wir dieses Bild vermitteln, dann verlieren wir ganz viele, insbesondere junge Frauen, weil die andere Lebensentwürfe haben, als sie diesem Askesebild entsprechen. Wir verlieren aber auch junge Männer.
Und ich glaube, wir müssen viel eher das Bild vermitteln, dass Wissenschaft was Lustvolles ist. Wissenschaft etwas ist, aus dem man Befriedigung zieht, aus dem, an dem man Freude hat, bei der es nicht problematisch ist, wenn man auch mal länger arbeitet. Aber es gibt eben auch Zeiten, in denen man vielleicht nicht 15 Stunden am Tag arbeitet, nicht mal 12 Stunden am Tag arbeitet, sondern auch mal ein bisschen Muße hat, um nachzudenken. Auch diese Zeiten gibt es. Und wir tendieren immer dazu, ja, das Bild des asketischen Wissenschaftlers in seiner Studierkammer zu vermitteln, der kein anderes Leben kennt. Und das halte ich für grundfalsch. Aber wenn Sie das natürlich jetzt irgendwie einem Postdoc erzählen, der auf einer befristeten Stelle hockt und irgendwie bangt darum, wie er sein Leben in der Wissenschaft gestalten kann, dem wird es ja vielleicht als Hohn vorkommen. Also ich denke, jeder wird Ihnen zustimmen, wenn Sie das sagen. Aber würden Sie nicht auch sagen, dass es im Moment Tendenzen gibt, die immer stärker werden, die genau das eben immer unmöglicher machen oder jedenfalls zu einem immer größeren Karriereproblem machen, wie zum Beispiel die Quantifizierungstendenz, ja, dass man Kennzahlen und so weiter, Bibliometrie, was ich eine Pest finde und aber offensichtlich ja nicht aufhaltbar ist und immer stärker sich durchsetzt. Und das ist doch ganz eindeutig eine Gegentendenz zu dem, was Sie zu Recht sagen, was wir uns wünschen. Ich gebe Ihnen recht, ich möchte das auch nicht leugnen, aber es ist nicht die einzige Seite von Wissenschaft. Und wir tendieren häufig dazu, eben diese Seite überzubetonen. Und ich glaube, man muss Wissenschaft ausgewogen darstellen, auch Wissenschaft als Arbeitsfeld ausgewogen darstellen. Und ich glaube, es ist nicht nur Askese, das kann man, glaube ich, ziemlich deutlich sagen. Ich wollte noch einen Kommentar zur gläsernen Decke abgeben, wenn ich darf. Und ich streche jetzt meinen Hals sehr weit raus. Ich glaube nicht, dass wir unter den gegebenen gesellschaftlichen deutschen Rahmenbedingungen es schaffen werden, allein durch Maßnahmen in der Wissenschaft auf einen Frauenanteil bei den Professoren von 50% zu kommen. Wir werden da irgendwo bei 30% stecken bleiben, weil Wissenschaft aus sich heraus keine gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern kann. Wir haben im Einspieler am Anfang die Situation in anderen europäischen Ländern gesehen. Und da gibt es interessanterweise zwei Klassen von Staaten, in denen die Frauenanteile höher sind. Das sind die nordeuropäischen Staaten plus Frankreich. Da sind die Wissenschaftsrand oder die gesellschaftlichen Randbedingungen so, dass sie familienfreundlich sind. Da ist es selbstverständlich, dass Männer Familienarbeit übernehmen und nicht nur Frauen. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, der dazu führt. Und dann gibt es das andere Modell, das südeuropäische Modell. Denn auch in Südeuropa gibt es erstaunlicherweise Staaten, in denen die Frauenanteile hoch sind. Und das sind Staaten, in denen das Sozialprestige des Wissenschaftlers nicht besonders hoch ist und denen die Gehälter in der Wissenschaft nicht besonders hoch sind. Und dann sind wir sofort wieder in einem Bereich, in dem Frauen dann in einen solchen, sagen wir mal, marginalisierten Arbeitsmarkt eher zu finden sind als Männer. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür, dass Frauen höher repräsentiert sein sollen. Ich denke, das nordeuropäische Modell sollte das sein, was wir anstreben. Lassen Sie uns vielleicht noch mal einen Moment da überlegen, inwieweit Frauen und Männer unterschiedlich umgehen mit diesen verschiedenen Anforderungen, die jetzt geschildert wurden im Wissenschaftsbetrieb. Kann es sein, zumindest aus der Wirtschaft hört man, dass Frauen eben sozusagen weniger Machthunger haben, sind weniger risikobereit, weniger gierig. Ist das ein reines Klischee? Oder würden Sie sagen, da ist halt doch was dran? Frauen gehen irgendwie anders ran und gehen anders um mit Konkurrenz. In meiner Fachdisziplin, die Frauen, die Ingenieurwissenschaften studieren, die haben Biss. Da würde ich sagen, ist das nichts anderes als ein Klischee und dementsprechend, da hätte ich jetzt keine Sorge, dass diese okay. Damen sich nicht durchsetzen können. Wie hoch ist der Frauenanteil bei Ihnen? Wir sind mittlerweile bei 22% bei den Studierenden und an meinem eigenen Lehrstuhl, ja, bin ich jetzt hart an der 30% Marke dran. Was im Vergleich natürlich sehr viel ist, Frau Stoller-Grilling. Also ich denke, es ist eine Sozialisationsfrage schon noch nach wie vor. Also Frauen sind tendenziell ja doch anders sozialisiert als Männer. Und wenn, ich meine, das wird sich irgendwann vielleicht auswachsen, aber im Moment, denke ich, ist es schon noch so. Ich kann auch noch mal eine Anekdote aus meiner eigenen Erfahrung vielleicht beisteuern. Ich habe einen Vortrag gehalten bei dem Deutschen Frauenring. Und ein Kollege von mir aus demselben Institut hat auch bei diesem Deutschen Frauenring einen Vortrag gehalten. Und wir kamen zufällig ins Gespräch und es stellte sich raus, der Kollege hatte ein Honorar bekommen und ich nicht. Und
der Kollege fand natürlich, dass das eine Qualitätsfrage war, aber jedenfalls habe ich dann, die Dame, die uns eingeladen hatte, gefragt, unterschiedliche Besoldung oder Gehälter bei Männern und Frauen und ausgerechnet nur eine Frauenvereinigung. Und dann sagte die zu mir, ja, Sie haben ja nicht gefragt. Ja, ich hab nicht nach einem Honorar gefragt, also habe ich auch keins bekommen. Und das ist natürlich so ein typischer Punkt, an dem man sieht, ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen da generell anders sind als Männer, aber tendenziell vielleicht schon doch so erzogen, dass man eben nicht materielle Dinge nicht so wichtig nimmt und so. Und es war schön zu sehen, dass selbst eine Frauenorganisation dann genau in sozusagen erwartungsgemäß sich verhält und den Mann bezahlt und die Frauen nicht. Herr Mose. Mir ist richtig wichtig zu sagen, dass die Motivation, in die Wissenschaft zu gehen, wirklich zwischen den weiblichen und männlichen Mitarbeitern, zumindest in meinem Umgebungsfeld, genau die gleiche ist. Das ist Kreativität, das ist Freiheit und das ist Leidenschaft für Neues, Neugier. Neugierde. Ja, und das ist eigentlich auch das, was die Frauen mir gesagt haben, was sie wirklich bewegt, auf Risiken und so weiter einzugehen, weil sie sich da eigentlich die beste Verwirklichung ihrer Möglichkeiten in der Wissenschaft vorstellen. Und die Punkte auf die Frage, ja, was führt denn vielleicht zum Nachteil? Was führt denn vielleicht wirklich zum Karrierenachteil? Da wurde dann so ein bisschen betreten gesagt, naja, man sucht die Konfrontation vielleicht nicht so offensiv, man ist eher defensiv. Das habe ich tatsächlich auch erlebt und nur ohnmächtig quasi mitertragen. Und der Fakt der Planungssicherheit. Da wurde mir gesagt, das ist etwas, wo Männer mit mehr Risiko agieren, vielleicht aus einfachen Gründen, weil sie sich eben vielleicht nicht an den Ort binden müssen so sehr oder was auch immer. Ja, also jedenfalls, das waren die beiden Punkte, die wirklich so eingeräumt worden, als ja, vielleicht hindert uns das. Sicherlich nicht die Motivation, sicherlich nicht das Interesse. Herr Schick. Ich möchte gerade den letzten Punkt nochmal aufgreifen. In der Max-Planck-Gesellschaft haben wir eine relativ umfangreiche Umfrage dazu angestellt, was eigentlich die jungen Frauen, auch junge Männer, dazu bringt, in einer frühen Karrierestufe, wo ja unser Problem liegt. Unser Problem fängt ja nicht bei der Berufung auf die Professur an, sondern die Schere geht ja vorn auf. Da müssen wir ansetzen. Und da ist wirklich die Frage Planbarkeit über einen gewissen Zeitraum am Ort, Sicherheit über einen gewissen Zeitraum am Ort. Das ist eigentlich der Schlüsselunterschied, der signifikanteste Unterschied bei den Entwürfen für Männer und Frauen in Bezug auf eine wissenschaftliche Karriere. Das heißt, wenn man Maßnahmen implementieren möchte, die Frauen in die Wissenschaft bringen oder in der Wissenschaft halten, da muss man vermutlich an dieser Stelle ansetzen. Wenn die Frauen dann erstmal durchs System gelaufen sind, dann ist Diskriminierung überhaupt kein Thema mehr. Also wenn man sich Berufungszahlen anguckt, gibt es eine Reihe unterschiedlicher Studien. Frauen landen mit typischerweise höherer Wahrscheinlichkeit auf einer Liste als Männer. Also wenn man sich die Zahlen im Bewerbungsverfahren auf Listenplätzen und dann nachher bei Berufungen anschaut, und sie werden mit höherer Wahrscheinlichkeit berufen, als sie auf Listenplätzen stehen. Also sobald Frauen erstmal in diesem Wettbewerb um die W3-Stellen, W2-Stellen sind, dann haben sie hervorragende Chancen. Wir haben das Problem ganz vorne. Da geht die Schere auf, da beginnt die Pipeline leaky zu werden. Das heißt, wir brauchen auch keine Quoten. Inwieweit, wie würden Sie Quoten beurteilen? Ich denke mal, es ist ja wirklich eine Gratwanderung auch. Man möchte Frauen auf der einen Seite fördern, dass sie sich es trauen, dass die Rahmenbedingungen passen, dass sie an die Spitzenpositionen kommen. Andererseits möchte man aber ja auch nicht vorschreiben, wie viele es sein sollen. Gibt es da einen Ausweg? Also ich denke, Quoten sind von allen Gleichstellungsmaßnahmen die schlechteste in der Wissenschaft. Ich will nicht über die Industrie sprechen, das kann ich nicht beurteilen, aber in der Wissenschaft halte ich Quoten für die schlechteste Lösung, weil wir ja nicht von dem wissenschaftlichen Selbstverständnis abrücken wollen, nicht wirklich, ja, dass es in der Wissenschaft gilt, vom Geschlecht zu abstrahieren. Ja, das können wir nicht wirklich wollen, also dass wir vom Geschlecht nicht mehr abstrahieren. Ich
halte sehr viel von dem Spruch des 17. Jahrhunderts, dass die Vernunft kein Geschlecht hat. Und das müsste ja das Ziel sein. Also eine Quotenlogik ist mit einer wissenschaftlichen Logik nicht vereinbar letztlich. Und man kann natürlich argumentieren, dass es, solange die Verhältnisse noch sehr, sehr ungleich sind, vielleicht vorübergehend zu rechtfertigen sei. Aber ich denke, dass sich man letztlich damit auch den Frauen nicht wirklich in Gefallen tut. Weil, ich meine, man kann natürlich argumentieren, die Gleichstellung ist erreicht, wenn inkompetente Frauen in Spitzenpositionen angekommen sind. Das kann man ja so sagen, warum nicht? Es gibt auch inkompetente Männer in Spitzenpositionen und das muss das Ziel sein. Es ist aber natürlich nicht wirklich ein schönes Ziel und man sollte ja vielleicht eher sozusagen nach Kompetenz gehen. Und insofern würde ich sagen, Quote ist nicht das Mittel der Wahl. Oder sie ist erreicht, wenn die Männer anfangen zu meckern und Förderungen einfordern. Moser, Sie zum Thema Quote vielleicht nochmal oder wie empfinden Sie das an der Stelle? Ich kann ja nicht mehr hinzufügen. Ich glaube, dass es im Grunde genommen eine Beleidigung für Frauen darstellt, weil ihre Qualität dann quasi diskutiert werden muss. Mhm. Und ich glaube, wir hatten vorhin so nach den Gründen gesucht. Ein Grund oder ein Punkt, der mir klar geworden ist, und ich glaube, das ist auch in vielen Orten schon umgesetzt oder angefangen, ist, dass gerade weil eben diese Unsicherheiten mit Planung und so weiter bestehen, ein wirkliches Coaching, und zwar nicht nur im Mentoring-Programm einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder so, sondern wirklich Day-to-Day-Coaching oder Weekly-Coaching, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Dass man eben zumindest die Unsicherheiten besprechen kann, die Sachen abwägen kann, immer wieder reflektieren kann, bewegt man sich in die richtige Richtung oder nicht und so weiter. Und da, ich glaube, da kann man wirklich relativ viel tun. Und natürlich wird das für eine Frau leichter sein, weil es als Rollenmodell noch wirksamer rüberkommt. Aber ich denke, das ist generell ein ganz wichtiger Ansatz, der, glaube ich, erfolgreich sein kann. Auf jeden Fall, das hat dieses kurze Schlaglicht in unserer Runde schon ergeben. Es ist eine Aufgabe, die auf allen Ebenen ablaufen muss, in der Wissenschaft, aber auch in der Gesellschaft und sicherlich von jedem Einzelnen auch. Wir konnten es nur anreißen hier. Ich hoffe, ein paar Punkte konnten von Ihrer Seite aus hier gemacht werden und ans Licht gebracht werden. Und ich bedanke mich sehr für die Diskussion und Ihnen fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Ingolf, dir und natürlich auch an die Runde für diese offenen Antworten und auch Impulse. Ich denke, manches wird hängen bleiben, nicht nur die Geschichte mit dem Honorar, sondern auch die bedenkliche Aussage, umso kompetitiver es ist, umso Frauen- oder familienfeindlicher. Aber es gibt natürlich auch Grund zur Hoffnung, denn wir haben auch gehört, es geht langsam, aber stetig voran. Damit darf ich noch einmal ankündigen, das Niklas-Simeon-Quartett, jetzt mit dem Titel Gluma, das kommt aus dem Rumänischen und heißt Scherz, ist aber nicht komponiert von Herrn Simeon, sondern von Johnny Raducanu. Gleich geht's los. Thank you.
Das Nikolaus-Simeon-Quartett. Herzlichen Dank. Jetzt mit dem Titel Gluma. Sie werden uns heute Abend noch weiter begleiten. Vielen Dank. Bis hierhin. Ja, meine Damen und Herren, wie soll ich sagen? Eigentlich sollte die Sache geheim bleiben, unter Verschluss sozusagen. Aber wie das mit solchen Sachen so ist, sie finden schneller das Licht der Öffentlichkeit, als man denken kann. Scheint auch irgend so ein Naturgesetz zu sein. Anders formuliert, was passiert, wenn sich ein Theologe und ein Mathematiker zusammenhocken und nicht nur über das Bier im Kühlschrank nachdenken, sondern generell über das Beweisbare und das nur Ahnbare oder das Offensichtliche und das Metaphysische. Begrüßen Sie ganz herzlich auf der Bühne Professor Christoph Markschies und Professor Günther Ziegler. Ach, ich sehe, du hast da einen Computer. Ja, ich bin Geisteswissenschaftler, Computer. Ich würde am liebsten mit Tontäfelchen arbeiten. Da ist die Frage der Langzeitarchivierung auch viel geklärter. Ist mir bekannt, aber die Fragen der Handhabbarkeit sind ja Fragen, die uns schon in Vorbereitung dieser Sache durchaus beschäftigt haben. Wir sollten eigentlich hier die große LPT-Studie vorstellen im Auftrag der DFG. Die sollte schon lange fertig sein, aber sie ist genau das, was ja auch so sehr verschämt im Programm steht. Sie ist Preprint, sie ist noch nicht fertig. Dafür gibt es natürlich jede Menge gute Gründe, also Ausreden, jede Menge Probleme und Hindernisse, die nicht absehbar waren. Angefangen zu Beginn der Arbeit schon, dass schon der vorgegebene Titel der Studie Problem dargestellt hat, das Akronym, man braucht immer ein Akronym für einen Antrag, im Akronym hieß es dann WEQQDFGQSOLPTDBESBFHMWGF Vorstudie als Abkürzung für die wissenschaftliche, empirische, quantitative und qualitative Vorstudie im Rahmen der DFG-Qualitätssicherungsoffensive über Charakteristika des Leibniz-Preisträger-Daseins unter besonderer Berücksichtigung von Fragen zu Haupt- und Nebenwirkungen von grenzenloser Freiheit.
Also nachdem das Akronym schon nicht in Excel reingepasst hat, hatten wir dann eben auch Probleme mit den Daten. Es gab dann auch ganz andere Probleme noch. Die Ethikkommission der DFG, die natürlich zuständig ist, immer dann, wenn man Versuche am Menschen macht, in diesem Falle Fragebögen, greift ein. Wir können jetzt schon sagen, alle Daten, die wir erhoben haben, haben wir streng anonym erhoben. Die Auswertung unterlag strikter Vertraulichkeit nach DFG-Standards zu Tier- und Menschenversuchen. Wenn Sie mehr wissen wollen, haben wir jetzt keine Zeit dafür, aber die Ethikkommission der DFG gibt Auskunft. Gerne. Ich muss Ihnen freilich noch ein zweites Problem unserer Studie Vorstudie. Nein, entschuldigen Sie, die dritte Silbe war Lepete. Gut, also ein weiteres Problem dieser Studie mitteilen. Wir wollten Ihnen eigentlich sehr gern am Ende des heutigen Abends wie auf Jahresversammlung der DFG so eine hübsche bunte Broschüre mit den Ergebnissen der Studie überreichen. Beziehungsweise aber, auf CD. Nicht für die Naturwissenschaftler. Also jedenfalls wollten wir Ihnen gern sowas überreichen, aber es kamen schwere Einwände gegen die Methodik der Studie, gegen das Material, die Signifikanz, die Akzeptanz vom Präsidium, von der Generalsekretärin, von den Fachkolleginnen. Sie merken, die ganze Studie ist vom Tisch gewischt worden. Wir mussten völlig neu ansetzen. Und wir haben gedacht, wir setzen so an, dass wir eine repräsentative Umfrage durchführen, unter Ihnen heute Abend. Sie wissen, es hat ja heute Vormittag schon eine Umfrage gegeben. Wir können mit ganz anderen Zahlen arbeiten. Was sind schon 185 Menschen angesichts dieses reich gefüllten Auditoriums? Und Sie werden auch merken, wir haben Fragen gestellt, die tiefschürfender sind, und da wir schon zwei sind, können wir eine unipolare Zustimmung, von der heute Vormittag die Rede war, ja gar nicht vorgeben. Es muss mindestens eine bipolare Zustimmung sein. Wir konnten uns überraschenderweise über eine Sache einigen, nicht den Kühlschrank, wie Sie jetzt vielleicht denken werden, und das Vorhandensein des Kühlschranks, sondern darüber, dass Gliederung wichtig ist. Und wir präsentieren Ihnen einfach die Gliederung, die wir in dieser Studie ursprünglich auch geplant hatten. Eine Gliederung, die seit Tontafelzeiten besteht, Anfang, Mitte, Ende. Also das Ganze steht unter den drei Buchstaben LPT, nur dass wir das von hinten aufzäumen. Genau, so ein bisschen Variatio muss schon sein. Wir beginnen mit der Typologie, also was ist ein Leibniz-Preisträger? Sie ahnen, bei Typologie wird etwas stilisiert, macht nichts. Frage 2, die output-orientierte Frage in dieser modernen französischen Fremdsprache, in der wir alle Anträge stellen. Was tut ein Leibniz-Preisträger? Ja, und jetzt müssen wir irgendwozu noch wissen, wozu wir den Theologen brauchen, der nicht weiß, was im Kühlschrank ist, aber auch nicht drüber reden kann. Ist ja ein bisschen langweilig, und deswegen haben wir uns als dritten Fragenkomplex dazu entschieden. Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat gesagt, den Leibniz-Preis umgibt eine Sakralität. Und deswegen werden wir als dritte Frage die Frage nach der Hagiographie stellen. Welche Aura umgibt eigentlich einen Leibniz-Preisträger? Und wenn Sie diese drei Fragen uns beantwortet haben, sind Sie auch schon erlöst. Also wenn Sie es ganz theologisch, nicht? Erlöst. Wenn Sie es unter die drei Buchstaben LPT bringen wollen, dann fangen wir also mit T an, der Typologie. Danach kommt dann P, die Produktivität, und L dann die Hagiographie, vulgo Lobhudelei. Unsere erste Frage haben wir sehr sorgfältig vorbereitet. Als wir heute Morgen zusammenstanden, fiel uns auf, ganz viele Leute trugen Oxforder College-Slips. Du übrigens, ach nein, das ist ja FU, das ist die Gottes Willen. Universität, also das ist für einen Humboldtianer schwer zu sehen. Also jedenfalls ganz viele Menschen trugen Krawatten. Und deswegen haben wir beschlossen, eine erste Frage nach den Krawatten zu stellen. Nun ist das ja natürlich, Marlene Dietrich spricht scheinbar dagegen, auch wieder eine ganz männliche Frage. Deswegen gibt es vielleicht dann auch noch eine zweite Frage nach der Stilsicherheit. Aber stell du doch mal Fragen. Wir können gleich anfangen mit der Frage der Stilsicherheit. Wir versuchen ja, den Leibniz-Preisträger zu verstehen. Und jetzt brauchen wir ein kleines bisschen Publikumslicht. Die erste Frage ist, halten Sie die LPTs, also die Leibniz-Preisträger, als solche für stilsicher bei der Krawattenauswahl? Sie haben alle diese wunderschönen Stimmkarten bekommen. Da sind jetzt auch die rot-grün-blinden Männer ein bisschen benachteiligt. Sie
wenn Sie der Meinung sind, ja, im Allgemeinen und im Großen und Ganzen sind LPTs stilsicher bei der Krawattenauswahl, dann bitte die grüne Seite der Karte zu uns. Also, ja, die grüne Seite zu uns. Wenn nein, wäre das die rote Seite in unsere Richtung. Können wir mal Karten sehen? Zähl du mal links, ich fange mal rechts, glaube ich, an. Fängst du eigentlich hinten an? Wir werden nicht ganz durchzählen können. Es läuft die Fernsehkameras laufen ja mit, die statistische Auswertung später. Das sieht aber sehr bitter aus. Eine knappe rote Mehrheit, also nicht im allgemeinen Stil sicher. Sieht man auch an deiner Krawatte, nicht? Wir sind hier im quantitativen Bereich immer noch. Deswegen auch die Frage und insbesondere jetzt von den LPTs im Saal, aber auch von denen, die solche LPTs beobachten, haben die typischerweise nach dem Leibniz-Preis mehr Krawatten im Schrank oder eher weniger? Mehr wäre also ja, würde ich gerne wieder grün sehen, wenn weniger wäre eher rote Farbe zu sehen. Also Karten hoch. Ist eher grün, also mehr Krawatten nach dem Preis. Dann würde ich vorschlagen, behalten wir unsere Krawatten an, um das Ergebnis nicht zu falsifizieren. Wir haben uns immer überlegt, wir lesen Ihnen zwei oder drei der repräsentativsten Umfrageergebnisse vor, die in der leider von der Leitung der DFG verworfenen Ausarbeitung nachzulesen werden. Der erste Fragebogen, den wir Ihnen auszugsweise zur Kenntnis geben, natürlich völlig anonymisiert, stammt von einem Experimentalphysiker Jürgen M., 1992, Universität Konstanz. Irgendwoher kenne ich den aus der Humboldt-Universität. Jürgen M. Und der schrieb, mir reicht eine Krawatte, die mit dem Helmholtz-Logo, von der habe ich vier, eine trage ich gerade, eine im Büro, der vierte hat der Fahrer. Moment, eine gerade, eine im Büro, der vierte hat der Fahrer? Für Notfälle. Nur, was mache ich um Gottes Willen, Theologie ist überall, was mache ich um Gottes Willen eigentlich ab September? Da brauche ich wohl vier neue Krawatten. Gut, hast du auch noch Ich habe auch einen Fragebogen, ja. Matthias K., Ingenieurwissenschaftler, 1997, Leibniz-Preis, damals Uni Cottbus, heute Dortmund, schreibt, Krawatten, naja, habe ich schon, aber wichtiger ist doch der gelb-schwarze Schal, oder? Dieser Schal ist unglaublich windschnittig, schreibt er, den haben wir bei uns in Dortmund im Windkanal erprobt. Sagenhafte Ergebnisse. Zitat Ende. Haben wir doch gut anonymisiert, nicht? Gut. Ja. Wir kommen zum zweiten Fragenkomplex. Was tut ein Leibniz-Preisträger, was tut eine Leibniz-Preisträgerin? Wenn Sie heute Vormittag da waren, kennen das die märchenhafte Freiheit, die grenzenlose Freiheit, die allein die Leibniz-Preisträgerinnen und Leibniz-Preisträger im versklavten deutschen Wissenschaftssystem haben. Aber da gibt es ein kleines Problem. Die vielen Fragebögen, zum Beispiel unsere, die vielen Presseinterviews, die Ehrenämter, Beiräte, Feierlichkeiten, Feierstunden. Wie ist das? Halten die jetzt von der Arbeit in der Wissenschaft ab? Das haben wir auch gefragt und das fragen wir Sie jetzt zunächst. Glauben Sie, dass die vielen Ehrenämter und Verpflichtungen, Feierstunden, Fragestunden die Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträger vom Arbeiten abhalten? Grün wäre ja, rot wäre nein. Da sehe ich rot, aber auch sehr, sehr viel grün. Also eher ist die Gefahr, dass Gremien, Fragestunden und so weiter von der Arbeit abhalten, ist dir ja auch ein bisschen passiert. Ne? Mir? Wo? Wann? Wir sind hier nicht Thema, okay. Ach so, ja. Vielleicht gut. Jetzt nochmal sozusagen. Ich gehe eigentlich ganz gerne in Beiräte. Muss man nicht so viel arbeiten. Detailauswertung. Wenn mal nur die anwesenden Leibniz-Preisträger sozusagen eigene Erfahrung, ist es so, dass Gremien und Fragebögen von der Arbeit abhalten? Grün wäre ja oder ist es eher was beflügelt? Da sehe ich jede Menge Grün und ein paar Rote, das ist auch schön. Okay, wunderbar. Aber das ist ein ernstes Thema, also eine noch nicht publizierte, aber immerhin real existierende Studie, die von George Borchers und Kirk Doran, Harvard University, die erscheinen wird in den nächsten Monaten, offenbar Prizes in Productivity, How Winning the Fields Medal Affects Scientific Output, wird erscheinen in Human Resources,
haben die Studiert-Fields-Medaillengewinner. Das ist also der größte Preis, den es in der Mathematik gibt, für Wissenschaftler mit höchstens 40 Jahren. Und diese Studie hat verglichen Fields-Medaillisten sozusagen mit den schärfsten Konkurrenten, die dann eben die Medaille nicht bekommen, die man aber mit verschiedenen statistischen Tests ja eben auch identifizieren kann. Und eine der Beobachtungen der Studie war, ich zitiere, die Studie findet einen starken negativen Einfluss der Medaille auf die Produktivität. Die Preisträger schreiben 25% weniger Aufsätze nach der Verleihung der Medaille. Und diese werden auch weniger zitiert. Unilaterale Erfolgsgeschichte. Jetzt könnte man annehmen, dass sich die Fields-Medaillisten vielleicht dann einfach mehr um ihre Studierenden und Postdocs kümmern. Aber Ergebnis der Studie, die Preisträger haben auch etwas weniger Studenten und Postdocs nach der Medaille als davor. Erklärungsversuche, vielleicht einer der positivsten, der dann in der Auswertung drinsteht, ist, vielleicht wäre es so, dass der Preis in diesem Falle die Fields-Medaille zu einer größeren Freiheit führt, auch den eigenen Interessen zu folgen. Das führe zu größerer kognitiver Mobilität. Die Preisträger würden also vielleicht zumindest teilweise Spezialgebiet oder sogar das Fach wechseln. Und das würde dann zumindest zeitweilig die kleinere Produktivität erklären. Sag mal, bei euch in der Mathematik werden kognitiv mobile Leute weniger zitiert? Gut, da müssen wir noch mal später drüber reden. Ich trage Ihnen noch zwei signifikante Beispiele aus Fragebögen vor. Friedrich Wilhelm G., damals Augsburg, heute und auch in Zukunft München LMU. Seitdem ich auch regelmäßig auf allen deutschen Apothekertagen auftreten muss, habe ich doch erhebliche Mühe, dass ich bei den historisch-kritischen Ausgaben der Werke, für die ich Verantwortung trage, ich nenne hier aus der Fülle nur Max Weber, Marianne Weber, Anton Weber, Andrew Lloyd Webber, vielleicht haben wir da doch was falsch abgeschrieben, unser zügiges Erscheinungstempo gehalten werden kann. Apothekertag gegen die Webern-Gesamtausgabe. Und der zweite, Hubert W. mit dem Körper in Münster, mit dem Herzen in Oberschwaben. Gut. Natürlich arbeite ich genauso viel wie früher auch, aber ich schreibe jetzt historische Romane und Krimis, weil ich dann doch leichter ins Fernsehen komme. Okay, gut. Ich glaube, wir wechseln besser zum dritten Fragenkomplex. Ja, 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 ja. Der dritte Idee. Fragenkomplex ist der zur Hagiographie des Leibniz-Preisträgers. Und da müssen wir schon zunächst mal jetzt auch wieder eine sehr wichtige und etwas kritische Frage stellen. Sind Sie der Meinung, dass die Leibniz-Preisträger und Leibniz-Preisträgerinnen eigentlich die Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommen, die sie verdienen? Werden die hinreichend gewürdigt? Grün wäre ja, rot wäre nein, tendenziell. Das ist zum größeren Teil grün, oder? Die statistische Auswertung über die Kameras wird laufen. Ich glaube, wir fragen nochmal die Leibniz-Preisträger. Nur Leibniz-Preisträgerinnen und Leibniz-Preisträger, sind Sie der Aufmerksamkeit, dass Sie genügend gewürdigt wurden? Ja, die meisten auch schon. Auch ein sehr disparater Befund. Zum Teil verstehe ich, was da gezeigt wird. Ja, so ein Beispiel aus dem Fragebogen, wenn wir es sozusagen auch nicht nur, jetzt wieder nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ hören wollen. Merkwürdig, ein Mensch, der offenbar diesen Preis mehrfach gewonnen hat, weil sein Name bei jeder Preisverleihung genannt wird und auch in jeder Preiskomiteesitzung. Gottfried Wilhelm L., Universalgelehrter. Gut, also das gibt es auch nur noch selten. Lustigerweise ein Zitat in einer orientalischen Fremdsprache. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisci. Ich übersetze das einfach mal ins Deutsche. There is nobody who loves pain as pain, who seeks pain and would love to have pain because it's pain. Also wenn ich das jetzt richtig auslege, das können wir ja, es geht ja nicht um Kühlschränke mit Bier, heißt das offenbar, Leibniz-Preisträger nehmen den mit dem Preis verbundenen Schmerz des totalen Ignoriertwerdens in französischen Medien, südafrikanischen Medien auf sich, obwohl sie keine Masochisten sind, die den Schmerz um ihrer selbst lieben, den Schmerz nie mehr richtig arbeiten zu können,
Tausenden von Beiräten, den Schmerz immerzu von Presse, Funk und Fernsehen, aber natürlich nur vom Lokalfernsehen in Oberschwaben belagert zu sein, also nie wirklich richtig gewürdigt zu werden von ARD und ZDF und wo wir alle gern hinwollen. Was machen wir, Günther? Es gibt Gott sei Dank einen sehr schönen Vorschlag der Geschäftsstelle der DFG, der im Moment in den Gremien diskutiert wird, nämlich auf der Adenauer Allee und zwar direkt hier vor der Bundeskunsthalle sozusagen einen Leibniz Walk of Fame einzurichten nach Hollywood-Vorbild. Applaus ist schön, aber ich würde trotzdem gerne, finden Sie das eine gute Idee? Das ist einhellig, das ist ein sehr glücklicher Zufall. Als besondere Überraschung ist nämlich, während diese Veranstaltung läuft, heute Abend hier schon die ersten 12 Sterne vor dem Gebäude verlegt worden. Die wird es dann später zu bewundern geben. Was mich besonders freut, ist, dass auch die Presslufthämmer hier die Veranstaltung kaum gestört haben. Aber ich glaube, die Fragen zur Hagiographie und Lobhudelei der Leibniz-Preisträger sind für uns für diesen Abend hinreichend geklärt. Ein Gerücht verraten wir Ihnen natürlich noch, aber nur hinter vorgehaltener Hand, damit Sie nachher, wenn es den Empfang gibt, auch worüber zu reden haben, nämlich, dass dieser Vorschlag mit den Sternen eine geringfügige Modifikation war. Und zwar war der ursprüngliche Vorschlag von einem bekannten Mittelalter-Germanisten, der nach Jahren an einer technischen Universität jetzt in einer Universität neben einer technischen Universität lehrt. Dieser Mittelalter-Germanist fand den Vorschlag der Sterne ein bisschen neumodisch und fragte auch, woher diese Idee käme. Vor allen Dingen von Sternen, die von Passanten mit Füßen getreten werden. Wollen wir das wirklich? Und schlug vor, stattdessen vor dem Bonner Rathaus eine Figur, so eine Stange zu etablieren, an der jeweils ein Preisträger ausgestellt wird und besichtigt werden kann. Man nannte diese praktische Präsentationsform im Mittelalter Palus, das übersetze ich jetzt lieber nicht ins Deutsche. Meine Damen und Herren, wir empfehlen, diese Vorschläge noch mal gründlich zu überdenken. Ist vielleicht auch sehr teuer für die DFG, da immer Sterne hinzulegen. Möglicherweise reicht es ja jedes Jahr zu Weihnachten einfach eine Krawatte. Mindestens ein Leibniz-Preisträger würde sich sehr freuen, wenn die Krawatte schon im September verschickt wird. Schauen Sie sich die Sterne an. Formschön sind sie, aber endgültig entschieden, ob die da bleiben, scheint es noch nicht zu sein. Stimmt. Damit, meine Damen und Herren, Sie sehen, unsere Papiere sind alle, was Sie nicht sehen, auch seine Computerpräsentation ist alle. Schönen Abend, unterhalten Sie sich nett.